Ich heiße Jasna Czauszewicz, ich arbeite im Menschenrechtsbereich der GfBV. Die Arbeit bei der GfBV kam plötzlich auf mich zu, eigentlich unspektakulär, in den 90er Jahren und wurde bis heute im furiosen Tempo weitergeführt. Es gab einen Wunsch von Tilman Zürch, dass ich die Menschenrechtsarbeit der GfBV für Südosteuropa mit unterstütze. Ich habe das auch gemacht, ganz spontan und kurzfristig. Ich dokumentierte Kriegs- und Völkermordverbrechen und protokollierte Zeugenaussagen über Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Bosnien-Herzegowina und in den Nachbarregionen. Das war für mich eine spannende Aufgabe, bis heute Menschenrechte und Alltagspolitik in Verbindung zu setzen und dabei selbst Akzente zu setzen. Meine Glücksmomente beziehen sich praktisch auf die Unterstützung der Kriegsopfer und vertriebenen Opferverbände, zum Beispiel die Mütter von Srebrenica, die internationalen und nationalen Politiker für ihr Leiden zu mobilisieren, ihr Leiden anzuerkennen und zu würdigen. Das ist etwas, was mich anspornt, was mich erfüllt und was mich enorm bereichert. Diese direkten Kontakte mit den Menschen sind etwas Besonderes für mich. Sie haben es an sich, das Humane in jedem von uns zu hinterfragen. Und eine Plakette der Frauensektion des Verbandes der ehemaligen Lagerhäftlinge als Dankeschön für unser Engagement bedeutet mir in diesem Sinne sehr viel. Meine Freizeit gehört eigentlich meiner Familie. Wir alle hören gerne Musik, Schostakowitsch zum Beispiel. Wir mögen weite Horizonte und ein warmes Klima. Wir sind oft im Wasser oder am Wasser. Im Urlaub natürlich konsumieren wir alles, was uns fehlt. Am Kulturleben zum Beispiel machen oft Theaterbesuche. Opernveranstaltungen oder Ballettveranstaltungen. Ich habe zwei große Fans zu Hause.